Also Y ist, das habe ich auch erst während der Recherche erfahren, ist tatsächlich ein Symbol für Enge. Für Schutzengel, das Y. Der Film hatte sehr lange einen Arbeitstitel. Der war Erwin. Das ist kein anderer Name eingefallen. Also, bin froh, dass er nicht so geblieben ist. So. Also nichts gegen Erwin, das ist ein schöner Name, aber ist vielleicht nicht so passend. Und im Grunde war der Gedanke nur der Schutzengel hat ja ein Geheimnis. Ja, und er kann sich natürlich nicht mit seinem echten Namen vorstellen, weil dass er dann auffliegt, wäre ja zu befürchten. Hm? Insofern denkt er sich einen Namen aus. Er hat nur in der Situation nicht damit gerechnet, dass er sich vorstellen muss. Und da gab es also mehr oder weniger nur die Idee zu sagen, okay, was sehe ich hier in diesem Raum, was inspiriert mich, wie komme ich jetzt zu meinem Namen? Und dann sieht er da diese Bud Spencer Bilder und sagt ihm Bud. Und die Überleitung zu Buddy lag dann so auf der Hand. So. Und ich fand sozusagen einen Film über einen Schutzengel Buddy zu nennen, eigentlich dann auch sehr schön, weil man mit diesem Wort auch viele Dinge anstellen kann. Also Bodyguard. Oder auch Bodyguard. Also man kann mit dem Namen wahnsinnig viel machen. Und Buddy ist nun mal ein Freund fürs Leben, ein Kumpel. Also ich fand das sehr schön. Und so kam eins zum anderen.